Müsste ebenfalls. Och, komm. So gehen. Eins, zwei. Das heißt, dazwischen hätten wir sowas. Ach komm. Ach. Was natürlich relativ schmal aussieht jetzt. Das heißt, idealerweise legen wir hier überall noch einen drauf. Und improvisieren hier und hier. Und haben dadurch halt auch unsere Fackeln. So. Jetzt nehme ich da vorne die Leiter wieder ab. Sicherheitsrisiko und so. Und ja, von innen müssten wir auch noch ein paar Fackeln dran tun. Dort und dort und dort und dort. Gerade jetzt, wo es dunkel wird. Schon mal die Ecke, die man hier gemacht hat, fertig machen. Ist jetzt natürlich noch toll dran, toll wäre, wenn man von innen noch eine Reihe dran macht. Dass das halt von innen auch nicht so steil aussieht. Oder man setzt einfach hier in der Innenrinne Zuckerrohr dran. So. Oha. Da vorne kommen schon wieder unsere Freunde. Das heißt, wir gehen den Konflikten aus dem Weg und hoffen, dass er uns nicht trifft. Und schlafen lieber eine Runde. Das ist eine sehr fortschrittliche Art der Konfliktlösung. Wegrennen. So. So. Bevor dir einfällt, dass du eine Spinne bist und ich dein Futter bin, mache ich dich lieber auch weg. Und gleich geht uns das Holz aus. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ich ziehe es jetzt einfach mal ganz lang hier. Hier eine kleine Tür reinmachen. Wäre doch eigentlich auch eine schicke Sache. So hätten wir zumindest weiter Zugriff auf die Rohstoffe dahinter. Und die letzte gerade, bevor es dann runtergeht. Hier muss auch noch irgendwo ein Eingang hin. Ich würde mal sagen, einfach mal hier reingezimmert.
So. Bevor wir am Ende feststellen, wir sind fertig und wir haben den Eingang dann vergessen und das fällt uns dann in 10 Folgen auf. Oh Scheiße, wir wollten ja einen Eingang bauen. So, den versuchen wir hier gleich mal auf gleiche Höhe zu kriegen. So. Na, nicht ganz. So, alles verbaut. Und jetzt haben wir die Grundmauer fertig. Da können wir jetzt in Ruhe Fackeln dranhängen. So, was wir jetzt brauchen, sind 3 Türen. Hier reichen wieder Holztüren. Theoretisch sollte man hier drin jetzt schon einigermaßen sicher sein vor den Kreaturen, die nachts gerne sich hier tummeln. So, das heißt, wir packen jetzt alles weg. Und da der Tag eh schon angebrochen ist, würde ich sagen, wir lassen ihn dann auch auslaufen. Ja, toll. Das heißt, jetzt habe ich scheiß Sand im Inventar. Keine Ahnung wieso, aber wir lassen es einfach. So, ich mache jetzt eine kurze Pause, während der Tag zu Ende läuft und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder und mir ist gerade was eingefallen. Das möchte ich kurz mal abchecken. Denn eigentlich müssten wir ja von der Seite die Mauer noch fortsetzen, oder? Oder lassen wir das erstmal so und warten ab, was von der Seite anstatt rüberkommt. Das kann natürlich auch sein. Die Stadt ist ja schon mit dem Friedhof dort vorne. Theoretisch könnten wir sie hier ganz rumziehen. Oder zumindest den Friedhof bis hier rüberziehen. Oder, keine Ahnung. Nahrungsmittel gehen uns auch aus. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja hier unsere kleine Weizenfarm und bis es dunkel wird. Ja, wird jetzt bald dunkel, haben wir die auch einmal abgeerntet. So. Damit sollten wir dann etwas Weizenbrot wieder zur Hand haben. Ja, zumindest ein halbes Stack.
Na, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass die Kiste voll ist. Ach, ist das schön. Da müssen wir uns noch eine Kiste bauen. Dass wir da am Ende schön mit dem abtransportieren. So. Wow, die Sonne ist ja immer noch nicht untergegangen. Was ist denn da los? Mann, 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 schleicht die. Lalalala. Ich warte förmlich, dass es jetzt Nacht wird. So, und ich kann das Bett schon benutzen. Steht auch schön Richtung Sonne. Schön vom Bett aus mitverfolgen, wie die Sonne untergeht. Ach, ist doch herrlich. Da komme ich nicht mehr raus, oder? Nope. Das ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Das heißt, hier wäre ein kleiner Ausgang auch nicht verkehrt. Legen wir jetzt hier einfach Holz rein. So. Zack, zack. Ach, noch zwei Türen mehr. Ja, die epische Flucht vor den Monstern gerade. Vor allem, das waren so viele von den kleinen Zombies. Das ist ja schlimm. So, ich hoffe, jetzt lädt's etwas schneller. Wir fangen jetzt da vorne mal an mit Bäume fällen. Dann brauchen wir nicht erst wieder zu dem Sumpf da hinten rennen. Ja, das wird sich wieder spürbar auf der Weltkarte auswirken. Wir müssen sowieso mal anfangen, das Gewässer auf der Weltkarte wirklich mal bis zur Grenze zu ziehen. Außer da, wo es nicht unbedingt muss. Hier zum Beispiel zur Grenze. Dass wir da wirklich so eine Art Inselstaat haben oder Kontinentalstaat. Ein kaputter Block. Und ich dachte, sowas gäbe es nur auf dem Server bei uns. Aber wie kommt da bitte ein kaputter Block hin? Naja, er wurde jetzt zu Dreck. Also passt alles wieder. Kein Grund zur Sorge. Aber interessant, wieso ausgerechnet da, wo wir noch nie irgendwas gemacht haben? Naja, lohnt sich wahrscheinlich nicht darüber nachzudenken. Das ist die Pferderennstrecke, oder? So weit sind wir schon. Aber dazwischen müsste doch ein ganzer Berg liegen. Hier der Berg mit der Burg. Ah, da lädt wahrscheinlich wieder irgendwas nicht. Ja, ich habe beim letzten Mal die Performance noch gelobt. Und was ich letztes Mal erzählt habe, dass man die Dungeons nicht mehr sieht, stimmt irgendwie auch nicht. Stand so im Twitter, also mein Gott. Ups. Bin ich wieder zu schnell runtergegangen mit der Axt. Da hat sich das Spiel verabschiedet und der Task und die Taskleiste hat sich geöffnet. So. Oh Mann. Oh, den Rest lassen wir stehen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier ist noch genug kleinwüchsiges Zeug.
Einen vergessen. Das heißt, hier vorne müsste doch fast schon die Küste sein. Nee. Jetzt erst lädt sich der Berg. Okay. Oh, ich sag mal, wenn wir jetzt noch... Ja, wir haben nicht mal die Hälfte wirklich fertig. Sechs Decks. Wäre sehr knapp bemessen. Aber hinkommen sollte es. So. Hatschi. Ah, der Heuschnupfen. So. Der Baum scheint schon. Ach nee, ist ein großer. Okay. So, nächster. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt hier geradeaus laufen, wir kommen relativ schnell wieder zurück. Da wir auf der anderen Seeseite quasi direkt unsere Hafenanlage etc. pp. Haben. Sofern wir nicht allzu weit jetzt noch weiter nach links gehen. Aber hier stehen ja auch noch genug Bäume rum. So. Gleich mal was essen. Was haben wir denn schon? Na, drei Stacks erst. Ja, muss natürlich sagen, mit MC-MMO ging sowas wesentlich, boah, ist das ein hässlicher Baum, schneller. Einfach durch den Doppel-Drop, durch die Doppel-Drop-Chance und durch das schnelle Baumfällen konnten wir natürlich so einen Wald hier innerhalb von ein paar Sekunden abholzen und hatten das Inventar dann voll. Jetzt ist das natürlich wieder mühsamer. Dauert auch länger. Dafür, ja, haben wir ja, naja, die ganzen anderen tollen Funktionen, die jetzt kamen. Das neue Verzauberungssystem, die Endaniten, die neuen Blöcke. Also wir wollen uns nicht beschweren. Außerdem, mein Gott, wir haben diese Riesenstadt jetzt hinbekommen ohne MC-MMO. Das hatten wir nur am Anfang zum Planieren dabei. Ansonsten haben wir alles per Hand abgebaut. So. Ein Schwein an der Küste. Komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Boah. Das geht dem Schwein wahrscheinlich genauso wie mir. Aber hier geht's.
So. So. Und jetzt können wir uns eigentlich dann noch genug kleine Bäume stehen, langsam wieder zurückbewegen. Und wenn wir auf dem Rückweg genauso viele Bäume mitnehmen sollten wie auf dem Hinweg, haben wir dann auch genug Holz zusammen, um die Palisade fertig zu bauen. So, dann hier runter. Hier wieder rauf. So, oh, hier haben wir schon ganze Arbeit geleistet. Aber es wird auch langsam schon wieder dunkel. Ja, na, nicht ganz fünf, sechs Stacks. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar Bäume wenigstens mitkriegen. Wenn es überlegt, alleine so eine kleine, naja, was relativ klein. Kleine Holzmauer frisst jetzt schon so einen halben Wald. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie viel Holz das insgesamt hier schon alles gebraucht hat, das darf man sich fast schon gar nicht vorstellen. So, große Bäume, da ist noch ein kleiner. Das war's dann wohl auch. Hier die Küste sieht jetzt. Ah, schau mal an. Am besten arbeiten wir uns jetzt bis zu der kleinen Burg vor. Oder Turm. Trifft's eher. Das Ding müsste eigentlich hier irgendwo stehen. Was ist das denn hier für ein hoher Berg? Ja, wenn die Landschaft wirklich erst bei Berührung lädt, ist das Navigieren.